Wir gehen aber erstmal nach innen, damit ihr die Ruhe habt, das zu hören und zu lauschen und das zu verstehen, was ich euch sage. Am besten gehen wir ins Dorint, das ist direkt da unten. Ja, das Dorint, das in den Spa-Bereich. In den Spa-Bereich vom Dorint Hotel. Genau. Du wirst uns so ein bisschen verraten, wie tibetischer Yoga geht, richtig? Da gibt es ja auch Unterschiede. Vielleicht kannst du uns da schon mal so ein bisschen den Unterschied zwischen Normal-Yoga, tibetischem Yoga so ein bisschen erklären, damit denen draußen auch bewusst wird, wie unterschiedlich das auch sein kann. Also ich muss dich gleich am Anfang korrigieren, weil ich jetzt mitbekommen habe, ihr seid eigentlich Yoga-Jungfrauen. Affin ein bisschen, der Philipp, weiß ich schon, du hast auch schon mal Yoga gemacht, aber es waren keine guten Erfahrungen. Ja, nein, also als Tennisspielerin bist du da ja eher so ein bisschen Steiftier, würde ich mal behaupten. Ja. Und nicht so biegsam oder zumindest einseitig biegsam. Ne? Also rechte Seite, die trainiert ist, die ist natürlich biegsam, aber die linke Seite, die ausgeglichen werden müsste, die ist dann weniger biegsam. Wobei Yoga im Grunde genommen eine sehr gute Grundbasis ist für alle anderen Sportarten. Nicht umsonst hat, das war Jürgen Klinsmann, im Jahr 2006 einen Yoga-Lehrer ab sofort in die Fußballnationalmannschaft mit integriert, weil das Warmmachen, ja, das Integrieren von Yoga. Yoga hat zwei sehr schöne Faktoren. Es werden Muskeln aufgebaut und die Muskeln, die aufgebaut werden, sind gleichzeitig gedehnt. Also man ist dann im Grunde elastisch. Ist dann später wieder wie Kinder. Weil Kinder haben die beste Muskulatur, diese Ganzkörpermuskulatur. Bei Kindern ist auch so, wenn die sich auf den Stuhl setzen, bis zu einem gewissen Alter, ohne dass die Füße den Boden berühren, sitzen die aufrecht. Wenn wir Erwachsenen das machen, also wir sitzen auf dem Stuhl meistens immer so, und wenn man, du, setz dich mal gerade hin, dann überspannen wir den Rücken. Ja? Also heute nach der Stunde kann ich euch nicht versprechen, dass das auch so sein wird wie bei Kindern, aber wenn ihr das regelmäßig praktiziert, dann wird das wieder so sein, dass ihr quasi eine gesunde Muskulatur habt, die habt ihr eh, aber vielleicht nochmal fürs Bewusstsein, vom kleinen Zeh bis in die Haarspitze, das Bewusstsein habt, dass die Muskulatur, die aufgebaut wird, elastisch ist, beweglich. Und darum geht es im Grunde genommen, dass man bis ins hohe Alter eine Muskulatur hat und die gleichzeitig auch beweglich ist, sondern nicht, dass sie steif wird. Ja. Das ist im Grunde genommen und deswegen der Vorteil für jede andere Sportart, weil darauf kannst du aufbauen, mit allem anderen, weil du hast das Gefühl, das Grundgefühl für deinen Körper und das ist elementar. Ob man nun Sport machen möchte oder quasi was auch immer, das einfache Leben. Wenn wir gleich einatmen, stellt euch vor, wir sitzen jetzt auf diesem Block, dass ihr bis in den Block hinein atmet und von dort auch wieder auszuatmen. Wir atmen jetzt immer durch die Nase ein und durch die Atmung und durch die Nase aus. Ja. Was wir jetzt gleich machen, ist eine Wechselatemübung. Das hat wissenschaftlich würde man sagen, es ist quasi für den Ausgleich zu sorgen, für rechte und linke Gehirnhälfte. Ich mache es einmal kurz vor. Wir nehmen von der rechten Hand den Daumen und den Ringfinger. Wir gehen mit dem Daumen hier oben an die Nasenwurzel, fahren an der rechten Nasenseite nach unten, dann kommt in der Mitte der Nase so ein Knubbel, drücken dann ganz leicht die rechte Nasenseite zu. Jetzt atmen wir durch die linke Nasenseite, die auf ist, ein. Euch vorstellen, bis ins Gesäß zu atmen. Dann schließen wir mit dem Ringfinger die linke Nasenseite, machen die rechte auf, durch rechts ausatmen. Jetzt atmen wir durch rechts ein, machen rechts zu, links auf, links ausatmen. Einatmen. Die Fülle halten. Der Finger macht zu, andere Seite auf, ausatmen, durch die Nase ausatmen. Die Leere halten, einatmen. Die Fülle halten, wir schließen die Nasenseite, durch die wir eben geatmet haben, die andere Seite macht auf. Mund zulassen, wir atmen durch die Nase aus. Einatmen. Okay, lösen die Hände. Okay, das ist die Grundbasis.
Ja, ihr merkt quasi, das System wird ruhiger. Ja, innerlich quasi die Konzentration geht aus dem Kopf raus, geht in den Körper hinein. Das ist das, wenn man das jeden Morgen schafft, nach dem Aufstehen, ein bisschen heißes Wasser trinken, das wäre tibetisch, ja, ein bisschen heißes Wasser trinken, das zu integrieren, weil dann habt ihr einen Zugriff auf euer System. Wenn ihr in die Situation kommt, dass ihr zum Beispiel nervös werdet, hyperventiliert, alles, was auch immer quasi unangenehme Energien in eurem Körper hervorbringt, könnt ihr durch diese Atmung immer einatmen, durch die Nase, euch vorstellen, wenn ihr steht, bis in die Füße zu atmen, wenn ihr sitzt, bis in den Poppes zu atmen, ja, von dort auch wieder ausatmen. Ja. Beste Grundübung überhaupt. Was empfiehlst du da an Zeit? Wie viel sollte man sich da nehmen? Das ist wahrscheinlich offen, aber so was, denk, was ist so ein Minimum? Also, was würdest du so sagen? Am Anfang würde ich sagen, wenn man es schafft, jeden Tag eine Minute bis drei Minuten zu integrieren in den Tagesablauf, ist schon wahnsinnig viel. Mhm. Ja. Es schafft einfach eine extreme Ruhe. Und ich weiß es nach jahrelangem Praktizieren vom Yoga, weil jede Yoga-Position ist immer mit Einatmen oder Ausatmen verbunden. Mhm. Das bewusste Atmen, das macht im Grunde genommen die Wirkung des Yogas. Mhm. Das war die Atmung, elementar. Ja? Jetzt gehen wir in den Übungsablauf und wir machen kein tibetisches Yoga, weil ich gemerkt habe, für euch wäre etwas gut. Das ist auch die Übungsabfolge, die mich, nehmen wir mal den Klotz weg, die Übungsabfolge, die mich von Rückenschmerzen befreit hat. Bevor wir den großen Ablauf machen, also groß in Anführungsstrichen, zwei Sachen. Wir gehen einmal quasi auf die Knie. Die Zehen sind flach. Ja? Gehen runter mit dem Gesäß auf die Fersen und strecken die Arme nach vorne. Ja? Lassen den Kopf runter, Arme so weit wie möglich nach vorne, den Kopf runter. Das ist die sogenannte Kinderstellung. Ja? Jetzt tauchen wir einfach, wir lassen die Hände vorne. Wir tauchen einmal nach vorne durch und lassen die Hüfte hängen. Ja? Das ist der sozusagen, weil die Hüfte oberhalb des Bodens ist, ist es der nach oben schauende Hund. Jetzt stellen wir die Zehen auf. Jetzt das Gesäß, stellt euch vor, oben am Gesäß hat jemand einen Bindfaden festgemacht und oben an der Decke sitzt jemand direkt oberhalb eures Gesäßes, der euch an diesem Faden nach oben zieht. Das heißt, Gesäß geht nach oben, die Hände bleiben vorne, na, und die Füße bleiben dort, wo sie sind. Ja. Quasi versuchen mal zu strecken, die Beine durchzustrecken. Genau. Genau. Ausatmen. Okay, und geht wieder runter auf die Knie. Geht wieder runter auf die Knie. Das ist so der mittlere Teil und geht wieder hinten, nach hinten. Zehen werden flach. Genau. Das ist sogenannte der mittlere Teil. Ja? Damit ihr das schon einmal gespürt habt, haben wir das eben gemacht. Weil das wird gleich elementar. Schaut einmal, geht mal so hoch, dass ihr mit dem mich sehen könnt. Wenn wir gleich etwas machen, weil danach, nach dieser Stellung, das ist dann nach unten schauen, der Hund, kommt etwas, dann macht ihr dann das rechte Bein nach vorne zwischen die Hände. Ja? Wichtig ist diese Endposition, ja? Dass der Fuß neben den Händen ist. Wenn der unterwegs hängen bleibt, was manchmal am Anfang passiert, ja? Nehmt den Fuß, schiebt ihn nach vorne, Hände wieder hin. Jetzt machen wir die ganze Abfolge. Geht einmal, stellt euch auf. Wir gehen nach vorne an die Yogamatte. Denkt daran, was ich vorher gesagt habe. Jede Position ist mit Einatmen oder Ausatmen verbunden. Ich sage das jetzt immer an. Am Anfang ist es so, weil der Kopf beschäftigt ist mit der Choreografie. Ja? Stresst euch nicht. Ja? Ich sage die Grundoptimallösung vor. Aber eigentlich, ganz grob gesehen, beim Yoga ist immer so, ist der Kopf frei, atmen wir frische Luft ein. Ist der Kopf dem Körper zugeneigt, atmen wir aus. Ja, was wir jetzt machen, ist der Sonnengruß. Wenn ihr einatmet, stellt euch vor, bis in die Füße zu atmen. Wenn ihr ausatmet, stellt euch vor, aus den Füßen auszuatmen. Ja? Also, die Hände vor die Brust. Einatmen. Wir lösen die Hände, rechte Hand über die linke Hand, nach unten drücken, ausatmen. Legen die Hände zusammen, gestreckt über vorne, langsam nach oben. Wir gehen eine leichte Rückwärtsneige, die Arme bleiben gestreckt, leichte Rückwärtsneige, einatmen. Wir nehmen die Hände nach vorne, neben die Füße. Wenn ihr nicht ganz runterkommt, die Beine ein bisschen durchknicken, neben die Füße. Dort, wo die Hände jetzt den Boden berühren, gehen sie nicht mehr weg, bis wir wieder hochkommen.
Ausatmen in dieser Position, Kopf hängen lassen. Jetzt rechten Fuß nach hinten. Wichtig bei dieser Position ist, dass das Knie oberhalb des Fußgelenks ist. Jetzt linken Fuß nach hinten, Gesäß nach oben. Ne. Gesäß nach oben. Gesäß nach oben. Hier die Luft halten. Jetzt runter auf die Knie. Genau, Zehen flach. Gesäß nach hinten. Ausatmen. Jetzt nach vorne durchtauchen. Hüfte hängen lassen. Einatmen. Jetzt die Zehen wieder aufstellen. Füße nicht nach hinten bewegen. Gesäß nach oben. Ausatmen. Na, Hände bleiben vorne. Ausatmen. Okay, rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Sehr gut. Knie oberhalb des Fußgelenks wieder. Einatmen. Linker Fuß nach vorne, Oberkörper bleibt nach unten. Kopf hängen lassen, ausatmen. Hände zusammen, langsam nach oben. Nach oben gestreckt, leichte Rückwärtsneige. Arme strecken nach oben, einatmen. Hände vor die Brust, ausatmen. Das ist die Übungsabfolge, die mich von Rückenschmerzen befreit hat. Und man sagt so vom Yoga, das ist ja zum Aufwärmen für andere Yoga-Übungen oder allerdings auch als Grundbasis. Ja, das ist das, was die Fußballnationalmannschaft immer zum Aufwärmen macht seit dem Jahr 2006, dass sie das immer integrieren, weil das alles flexibel macht. Ja, das macht den Geist klar, das macht den Körper wach. Ja, du hast auch Cardio, weil kopfüberhängend ist dann immer so, dass die Blutbahn, dass das Blut gegen die normale Laufbahn ankämpfen muss. Ja, deswegen wird Cardio trainiert. Du hast den Einfluss auf die Organe werden innerlich massiert, ja, Nieren, Leber, Milz, es wird alles irgendwie behandelt. Das zusammen mit der Atmung schafft man Ruhe und trotzdem wird man aktiviert. Das ist so wie, wenn du es gab früher mal so eine Kaffeewerbung, da hat ein Typ irgendwie morgens so einen Kaffeebecher getrunken und da kam aus dem Kaffeebecher so eine Faust, ja, um ihn wach zu machen. Hey, werd wach jetzt, ja. Koffeinkick. Das ist Koffeinkick, ja, und quasi das ist so wie sanftes Wachrütteln. Von der Meeresbrise. Apropos Meeresbrise, sollen wir mal rausgehen? Ja. Jetzt tauchen wir nach vorne durch, die Hände bleiben vorne. Tauchen nach vorne durch. Wieder nach oben schauen, den Hund. Jetzt stellen wir die Zehen auf. Die Hände bleiben da, wo sie sind, die Füße auch. Gesäß nach oben. Ausatmen. Jetzt wird es ein wenig komplizierter. Jetzt nehmen wir den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Hier ist wichtig, dass das Knie oberhalb des Fußgelenks ist. Ja, ganz wichtig. Die Hände bleiben dort, wo sie sind. Wir gehen von dieser Position, linker Fuß nach vorne. Die Hände bleiben immer noch da. Mindestens die Fingerspitzen, ja, wenn man nicht ganz runterkommt, die ein wenig neigen, ja, nicht durchschlagen. Oberkörper. Mit dem Oberschenkel, Kopf nach Knie. Ausatmen. Legen wir die Hände zusammen. Wir rollen langsam auf. Arme gestreckt über vorne nach oben. Nach hinten. Oh, die Sonne blendet. Arme gestreckt. Einatmen. Hände vor die Brust. Ausatmen. Okay, sehr gut. Abgefahren. Okay. Also. Einatmen. Bisschen die, euch vorstellen, wirklich ganz tief zu atmen, bis in die Füße atmen. Einatmen. Die Hände lösen sich, rechte Hand über die linke Hand, nach unten drücken, ausatmen. Hände zusammenlegen, gestreckt über vorne nach oben, leicht nach hinten neigen, Arme bleiben gestreckt, die Füße gehen in den Boden. Einatmen. Wir gehen nach vorne, die Hände neben die Füße. Jetzt den Boden berühren, gehen Sie nicht mehr weg, bis wir wieder hochgehen. Ausatmen. Rechter Fuß nach hinten. Kontrolle am linken Bein, Knie oberhalb des Fußgelenks. Einatmen. Und tief atmen. Linken Fuß nach hinten. Los nach oben. Hier die Atmung halten. Runter auf die Knie. Zehen werden flach. Hände bleiben vorne. Ausatmen.
vorne durchtauchen. Einatmen. Zehen wieder aufstellen. Gesäß nach oben. Ausatmen. Rechter Fuß nach vorne zwischen die Hände. Einatmen. Linker Fuß nach vorne. Oberkörper und Oberschenkel, Kopf hängen lassen. Ausatmen. Hände zusammenlegen, langsam aufhören. Arme gestreckt über vorne nach oben. Leicht nach hinten neigen, die Arme bleiben gestreckt, die Füße gehen in den Boden. Einatmen. Hände vor die Brust. Wir danken dir für diese wunderschöne Yoga-Stunde. Und wir haben ja nächste Woche noch einiges vor uns. Und zwar einmal das berühmte Drachenboot-Training. Oh ja. Wir sind ja schon die ganze Zeit fleißig am Trainieren. Und du wirst uns verstärken am Freitag, den 10.06. Und wir starten dadurch mit 18, mit einer ganzen Mannschaft von Donner und Reuschel. Das ist richtig. Und werden richtig Gas geben und dass wir eine gute Performance ablegen. Ja. Ich schlage ja vor, dass wir definitiv die Yoga-Sequenz mit aufnehmen in die Trainingseinheiten vorab, sodass wir auch wirklich alle an der Stelle ein bisschen was mitnehmen können. Was und tiefenentspannt sind. Oder? Genau, also bald. Für Yoga in der Gruppe einfach auch ganz gut ist, dass man sich schon mal einstimmt aufeinander. Ja, mhm. Das ist quasi, man hat dieselbe Level. Das müssen wir aber aufpassen, sonst wird es zu esoterisch. Also auf jeden Fall zum Warmmachen ist sehr gut. Ja, Rhythmus. Oder? Ja. Nehmen wir das, weil das brauchen wir im Drachenboot auf jeden Fall. Ja, synchron paddeln haben wir gelernt. Und das ist gar nicht so leicht, sich auf den Vorder- und Hintermann einzulassen und da auch in das Synchrone zu kommen. Das stimmt. Wir sind jetzt am Dienstag noch am Trainieren und am Donnerstag ist die Generalprobe. Und am Freitag starten wir dann richtig durch. Mhm. Und natürlich fangen wir vorher mit deiner Meditation, Yoga-Session bei Donner und Reuschel an. Also begleitet uns. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Mit Donner und Reuschel in Bewegung, wir sind immer noch auf Sylt und jetzt angereist ist Jannes Maus gestern, ich glaube nachts war das. Heute Nacht um 1:30 bin ich angekommen. Sehr, ja, sehr, sehr spät, aber du kamst von, wo kamst du her? Ich kam direkt aus Holland von einer wissenschaftlichen Konferenz, an der ich teilgenommen habe und so ein bisschen mein Masterthema bzw. auch mein Doktorthema präsentiert habe und ja. Von Holland sind es tatsächlich ein paar Kilometer hier hoch, aber ich habe es geschafft und jetzt bin ich endlich hier. Ja, super. Deswegen konnten wir gestern nicht drehen und haben gestern einmal mit Ralf Bauer gedreht und Yoga gemacht und heute sind wir mit dir auf dem Wasser. Du bist fleißig am Trainieren, weil du aktuell eine Turnierserie vor dir hast, oder? Genau. Jetzt in der nächsten Zeit werde ich tatsächlich sehr viel unterwegs sein. Also es startet in 2 Wochen in Österreich mit einem World Cup und von da aus geht's zum Trainieren nach Südfrankreich, nach Marseille, das ist das olympische Venue und von da aus gleich wieder weiter nach Süditalien, zurück nach Frankreich, von Frankreich nach Holland, also ich bin ganz viel unterwegs. Okay, also richtig on Tour und richtig Schmackes dahinter, aber vorher wirst du einmal einen Abstecher zu uns nach Hamburg machen, weil du uns unterstützt im Drachenbootrennen, was wir am Freitag haben und wo du auch schon beim Training mit dabei warst. Trotz deiner wenigen Zeit hast du uns einmal unterstützt, weil das ist gar nicht so leicht, synchron zu paddeln, oder? Das ist wirklich nicht so einfach zu handeln, wie du ja gerade schon gemerkt hast oder wie du gerade eben schon gesagt hast. Ich bin ganz, ganz viel unterwegs, aber ich habe es tatsächlich schon geschafft, einmal beim Training dabei zu sein. Und nächste Woche geht es dann ja wirklich um die Wurst, würde ich mal sagen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, im Drachenboot zu sitzen. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt im Drachenboot saß oder jetzt auch im Drachenboot sitzen werde. Macht aber super viel Spaß, mit so vielen Leuten auch für einen guten Zweck zu paddeln. Und ja, danach tatsächlich direkt vom Drachenbootrennen geht es in den Süden und dann habe ich nicht mehr ein Boot, sondern ein Board
unter genau, den Füßen. Genau, auf dem Wasser bist du ja echt alleine und kannst es alleine auch steuern. In so einem Boot sitzen wir mit 18 Leuten. Vor einer sitzt hier, hinter einer sitzt hier und das synchrone Paddeln, das war durchaus auch eine neue Erfahrung. Wie kamst du damit zurecht? Das war sehr, sehr spannend. Wenn ich ehrlich bin, ich habe vor mir immer in den Rücken geboxt und hinter mir immer nass gemacht. Da war, glaube ich, unser Coach nicht ganz so zufrieden mit. Aber am Ende lief es echt gut. Also da hatten wir echt eine schöne Synchronität drauf. Schön Arme nach vorne, ich weiß noch, die Schulter aufdrehen, richtig langen Zug durchziehen, aber nicht zu weit. Ich habe mir alles gemerkt, fast aufgeschrieben im Kopf, hinter die Ohren geschrieben. Und dann hoffe ich, dass wir da ganz weit vorne landen, oder? Ja, ich bin guter Dinge noch. noch. Nein, aber wir sind wirklich fleißig gewesen. Wie war das für dich mit diesem Muskelkater? Hattest du Muskelkater oder ging das? Tatsächlich geht das. Also es war ja auch eine relativ, ich würde sagen, kurze Trainingssession. Von meinen Kite-Trainings, sowohl an Land als auch auf dem Wasser, bin ich schon ein bisschen längere Einheiten gewöhnt. Da sind wir teilweise 2,5-3 Stunden auf dem Wasser, eventuell sogar mehrmals am Tag. Dann kommt noch das Landtraining dazu. Ja. Also da bin ich wirklich sehr trainiert. Sehr beansprucht. Sehr trainiert. Sehr trainiert, kann man auch sagen, ja. Genau. Also ich hatte da nicht ganz so elegant, also bei mir war der Muskelkater schon da. Der war vorprogrammiert, der war leider vorprogrammiert. Aber jetzt natürlich auch pro Woche, wo wir die Trainingseinheiten steigern, ist das bei mir dann auch besser geworden. Also man merkt, wenn man da fleißig trainiert und die Belastung, weil du hast ja bei diesem Drachenboot wirklich eine einseitige Belastung. Ja, ne? Tatsächlich. Das heißt, du kriegst auf der anderen Seite hast du dann die Schmerzen und nicht auf derselben Seite, wo du paddelst. Genau. Und bei dir war so schön, ich wusste von Anfang an, dadurch, dass du auf dem Wasser bist, hast du die Balance, eine sehr gute Balance. Das heißt, du kannst sowohl rechts als auch links paddeln. Ja. Und ich hatte dich dann ja gefragt und du meintest, so beide Seiten sind okay für mich. Das ist tatsächlich komplett egal. Genau. Auf dem Wasser ist das in der Tat so, dass du die Balance da sehr gut ausgleichen musst. Wie gehst du damit um? Also tatsächlich ist die Balance sehr, sehr wichtig auf dem Wasser. Wir haben ja unser sogenanntes Foilboard, das werden wir ja später auch noch sehen. Ein Board mit einem Schwert unten raus, wo unten an diesem Schwert nochmal eine Tragfläche ist. Das heißt, es ist so ein halbes Ballett, ein halbes Tanzen auf dem Wasser. Macht unglaublich viel Spaß, aber ist auch, wie du schon sagtest, sehr balancekräftig. Was ich da versuche, so ein bisschen für zu trainieren, ist, also kann ich auch jedem sehr ans Herzen legen, mal sich auf eine Slackline zu stellen. Slackline ist unglaublich gut fürs Gleichgewicht, aber auch einfach so ein Körpergefühl aufzubauen, eine Körperspannung. Und genauso ist es auf dem Kiteboard. Ja, okay, das heißt, da lernt man dann die Balance wirklich auf diesem dünnen Seil sozusagen zu halten und absolut. Nicht wegzukippen. Genau. Ja, das habe ich auch schon mal gefunden. Aber ich muss auch sagen, beim Spazierengehen an der Alster sind mir diese Boards auch schon aufgefallen, weil die Jungs auf der Alster da trainiert haben und mit dem Board versucht haben, da so über die Alster rüber zu tanzen. Ah, genau, die Pumpfoils. Ja. Und ich habe das begeistert irgendwie 10 Minuten mir angeguckt, weil das waren irgendwie 8 Jungs und der eine ist gleich reingesegelt und der nächste, der hat es geschafft, so viermal rumzutanzen. Und ich habe gedacht so, wow, okay, das ist jetzt auch mal nicht so schlecht. Wie lange gibt es diese Sportart eigentlich schon? Diese Pumpfoils, die gibt es auch noch gar nicht so lange. Genau. Man hat erst, also die Hydrofoils, auf denen ich stehe, auf dem Wasser, die gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Aber die Pumpfoils macht mir persönlich auch super viel Spaß, weil es ist ein richtig gutes Training für die Beine, weil es ist echt anstrengend, wenn man es mal raus hat. Das habe ich gesehen. und wirklich wieder beim Thema Balance. Also ich würde sagen, so vor 3-4 Jahren ist es wirklich groß geworden. Und wenn wir im Kiten, auf dem Wettkampf oder auch im Trainingslager mal keinen Wind haben, dann ist das auch eine echt gute Trainingseinheit, einfach an irgendeinen Steg zu gehen, sich das Board zu schnappen, loszulaufen, draufspringen und dann, also ist es wirklich sehr komplex. Tanzen. Und dann tanzen, voranpumpen wie so ein kleiner Delfin. Ja, oder wie genau. Also ich habe richtig gesehen, der eine, der so ein bisschen es geschafft hat, die Balance zu halten, da so rüber zu tanzen, der ist weit gekommen. Der andere, der ist wie so ein Sack ins Wasser gefallen. Ja, so ein kleines U-Boot. Ja.
Okay. Und wie oft trainierst du, wenn du jetzt so bei den Turnierserien an den Start gehst? Ist viel Trainingszeit noch für dich frei oder ist das eher schwieriger und du musst jetzt durch die Bank weg einfach nur funktionieren und dein Können abrufen? Also bei der während des Wettkampfs ist gar kein Training. Also da muss man wirklich die volle Energie in die 4 bis 5 Rennen reinschieben oder reinsetzen. Die Energie, die man eben zur Verfügung hat. Dann, also ich kann ja mal kurz so anreißen, wie so ein Trainingsalltag ansieht. Wenn wir Wettkampf haben, ist danach meistens 1, 2, vielleicht auch mal 3 Tage Pause. Aber dann geht es direkt ins nächste Trainingslager. Dann wieder 4, 5 Tage durchgängig Training. Wenn Wind ist, natürlich Wassertraining, aber auch an Land. Und damit halten wir uns quasi fit. Auch auf dem Wasser natürlich zu lesen, das Wassertraining, aber auch an Land eben die Athletik, die ist ganz, ganz essentiell. Und wie geht das so mit Studium noch on top? Das ist doch sicherlich auch echt herausfordernd, oder? Ja, wir waren ja gerade eben bei der Slackline. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon ein ziemlicher Drahtseilakt, das alles auf eine... Balance zu kriegen, unter einen Hut. Aber ich habe es bis jetzt immer gut geschafft. Natürlich wird jetzt die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall die Sportart, das Kiten, sehr viel mehr im Fokus stehen. Aber trotzdem schaffe ich es immer noch, jetzt, wie gesagt, von der wissenschaftlichen Konferenz wiederzukommen, so teilweise Blöcke reinzuschieben, um auch ja, meine zweite Passion irgendwie mit dem Kiten zu verbinden. Genau, da sind wir bei Passion. Was ist denn das Ziel oder was ist dein Wunsch und Ziel? Mein Wunsch und mein Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele 2024 in Paris und bei den Olympischen Spielen eine Medaille. Ich glaube, da träumt jeder Sportler von. Und jetzt, da wir Kiter 2024 das allererste Mal olympisch sind, ist es natürlich noch mal wieder was Besonderes, als allererstes Mal Deutschland auch bei dieser großen Sportveranstaltung repräsentieren zu können. Und ich glaube, also da spreche ich jedem Sportler aus der Seele, dass das so das Highlight eines jeden Sportlers ist. Ja, das glaube ich. Und wir werden es, hoffe ich, begleiten und dich begleiten die nächsten Jahre. Ja, das hoffe ich auch. Wir sind ja jetzt dieses Jahr schon mal gestartet und sehr spontan übrigens gestartet, aber wir freuen uns umso mehr, dass wir starten konnten. Ja. Und ja. Freuen uns auf die nächste Zeit auch und vor allem freuen wir uns, dich gleich auf dem Wasser zu sehen, wie das denn so geht auf dem Wasser. Ja, wir sind alle gespannt. Da zeige ich euch mal meine Tänze auf dem Wasser und dann nehme ich euch gerne mit. Super, wir freuen uns. Am besten gehen wir mal gleich jetzt an den Strand. Ich glaube, der Wind ist ganz gut hier in Kampen und dann sind wir gespannt, oder?